Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Long Reach unter Linux. Ja, letzte Folge haben wir verzweifelt versucht, nach einem Haken zu suchen und während ich so am Suchen war, wie wir das Problem lösen könnten, ist mir dann nochmal eingefallen, dass wir doch hier irgendwo diesen Papierschnipsel haben und dass wir hier Schlüssel haben, mit denen wir nichts anfangen können. Jetzt haben wir einen Schlüsselring. Wie schön! Ja, ist mir nämlich auch eingefallen. Ich habe nicht genau gesehen, wie derjenige das gemacht hat in dem Video, wo ich geschaut hatte, aber es war halt eher so, Moment, warte, ja klar. Ich habe halt nur in dem Stelle gesehen, wo halt plötzlich was hier dran gehängt hat. Ja, und dann einmal hier den Ring dranhängen. Und den Gong. Alles klar. Noch ein wenig mehr, das Efeu hält noch. Vielleicht hier? Nein, also dem. 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 Ach, come on, also dem. Dem. Dim, 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 dim. Ah, das ist die ganze Melodie, die wir im Hintergrund haben. Aha! Jingle Bells, ja genau. Wir hören ja wohl gerade das Lied laufen die ganze Zeit. Das sieht nach Shelly aus, die sich selbst erliegen hat. Hallo Stuart. Ich bin froh, dass du hier bist. Ja, ich dachte mir, es wird nicht aufhören, wenn ich nichts unternehme. Stinkt hier drin. Ja, mach schon, töte mich. Ich bin sowieso verloren. Du kannst mich nicht bedrohen und dann sterben. Gibst du einfach auf? Siehst du mich aufgeben? Ich kann nichts tun. Ich kann Maxwell nicht in Ordnung bringen. Ich kann das System nicht reparieren. Ich habe total versagt. Wer gibt einen Scheiß auf dich und Reparaturen? Mach einfach, dass es aufhört, Shelly. Weißt du was? Geh in mein Büro und ruf diese Nummer an. Sag ihnen, wir brauchen eine Säuberung. Genau so. Wozu? Das wird eine ganz besondere Art von Polizei rufen. Sie werden sich allerdings nicht um uns alle kümmern. Also misch dich bitte nicht ein. Sie werden sich allerdings nicht um alles kümmern. Also misch dich bitte nicht ein. Nachdem du angerufen hast, geh zum Kern. Du weißt doch, wo das ist, richtig? Ich frag mal besser nein. Er ist im Erholungsbereich, hinter den Schutztüren. Geh dahin und töte ihn. Wie komme ich rein? Scheiße, es gibt einen Code. Meiner hat nicht funktioniert, also scheiße. Ruf diese Nummer von meinem Büro aus an. Ich finde heraus, was wir wegen des Codes machen. Schlafende Soziopathin. Ja, wow. Ja.
Ja, geh an mir vorbei. Kann ich hier raus, dadurch. Ich glaube, Shellys Büro war das hier hinten. Ja. Telefon. Hallo? Wir brauchen eine Säuberung. Warum? Alles ist im Arsch. Shelly stirbt. Leute sind tot. Leute sind tot. Also eine komplette Säuberung. Ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass es noch weitere Fragen geben würde. In Ordnung, wir verlassen uns auf unser Urteil. Todd, ruf das Team zusammen. GE hat es verkackt. Sorry, das war nicht für sie bestimmt. Okay, jetzt müssen wir zum Kern. Den Typen lasse ich mal links liegen, gehen wir einfach hier rum. Auf zum Kern. Zum Kern alles allen Übels. Oder so. Oder wir gehen nochmal zu Shelly und fragen sie, was wir tun sollen. Und berichten ihr darüber, dass wir die Säuberung veranlasst haben. Das klingt halt irgendwie sinnvoller. Am Ende ist nur Shelly verrückt oder so und allen anderen geht es eigentlich gut. Erledigt? Yep. Es ist endlich okay. Der Einzige, der mit Sicherheit den Code zum Kern hat, ist Jim. Kennst du ihn? Ja, ihm geht es nicht gut. Ich werde dich in seinen Albtraum schicken. Okay, was tue ich da? Besorg den verdammten Code. Jesus. Er denkt, er wird verhört, also verhör ihn. Falls du rausfinden kannst, warum er den Code geändert hat, tu es auf jeden Fall. Aber besorg zuerst den Code. Bist du bereit? Habe ich eine Wahl? In Ordnung. Gib mir eine Sekunde. Das war eine kurze Sekunde. Jim, letzte Mütze, Idiot. Von mir erfährst du gar nichts. Ganz ruhig, ich brauche nur den Code. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Er lautet 7353. Das ist Esel auf dem Kopf, du Klugscheißer. Hahaha. Verschwinde. Entspann dich, Jim. Ich will frei sein. Sei still und hör zu. Hol meinen verdammten Anwalt. Unter Drogen setzen. Nette Mütze, Idiot. Von mir erfährst du gar nichts. Erzähl mir, was passiert ist. Wenn du das nicht wüsstest, wenn ich das wüsste, wärst du nicht hier. Wir möchten deine Seite der Geschichte hören. Du hast sie nicht mehr alle. Fick dich. Sag mir den Code, wir töten deine Familie. Ihr Monster, ihr seid nur ein Kind. Dann sag mir den verdammten Code. Ich sag dir gar nichts. Mach, was du willst. Erzähl mir von deiner Schwester. Welche Schwester? Jüngere Schwester. Ich habe keine Schwester, du Trottel. Scheiß auf das System. Drogen setzen. Geil. Erzähl mir von deiner Tochter. Warum?
Wenn du nicht redest, habe ich kein Problem, mit dir zu töten. Ich habe sie nicht. Wer hat dir von Nora erzählt? War er es? Ja, darauf geschissen. Wie viele Drogen hat er mittlerweile eigentlich in der Intus? Du kriegst keine Schwierigkeiten, wenn du deinen Komplizen verrätst. Maxwell, Bardi und Shelley Slowaska, mach was du willst. Die reden nicht. Sperr uns ein oder steck uns in einen Gulag. Was ihr Typen halt so macht. Warte, wer seid ihr überhaupt? Wie bin ich hierher gekommen? Was zur Hölle geht hier vor? Was? Die Wände? Warum? Hör zu, Penner! Wie bitte? Aufhören, aufhören! Hör zu, Penner! Ich verstehe, nein, bitte! Hör zu, Penner! Beruhige dich, Jim! Unter Drogen setzen. Ich bin nicht gut im Verhören, wie ihr merkt. Warum so abweisen, Kumpel? Puh, mal sehen. Wegen dem Schlägertypen, den Anzügen, diesem Raum. Das sind Vorsichtsmaßnahmen, Jim. Ich will nur reden. Ihr braucht mich lebendig. Solange ich den Mund halte, unternehmt ihr gar nichts. Fick dich. Dann kooperiere, schnell. Ihr braucht mich lebendig, bla. Drogen setzen. Langsam habe ich ja keine Möglichkeiten mehr. Okay, jetzt nur Drogen setzen, machst du dir das mal wieder von vorne. Rede, wir werden deine Tochter anrufen müssen. Das wagt ihr nicht. Schon gut, stopp. Ich habe den Code für die Tür geändert, weil ihr Arschlöcher im Anmarsch wart. Hat dich jemand gewarnt? Ja, Shelley war bereit. Hat sie dir die Anweisung gegeben? Nein. Erklärung bitte. Lass mich zuerst mit meiner Tochter sprechen. Sag mir den Code, dann kannst du mit ihr sprechen. Darauf falle ich nicht rein. Verschwinde. Erzähl mir von Shelley. Sie ist die klügste Person, die ich kenne. Warum hat sie die Anweisung gegeben, den Code zu ändern? Hat sie dir die Anweisung gegeben, dann hat Maxwell dir geschickt, um die Anweisung zu ändern. Woher weißt du das? Wir wissen es. Rede. Scheiß auf dich. Küsst du deine Tochter mit diesen Lippen? Lass Nora raus, bitte. Du weißt, was du tun musst. Na gut, Maxwell hat angeordnet, das Signal zu verstecken und den Code für die Tür zu ändern. Er sagte, dass Shelley ihn geschickt hatte, du weißt schon, um den Papierkram zu vermeiden. Klingt das etwa wie Shelley? Ich dachte, sie wäre endlich vernünftig geworden und wollte das Projekt zu Ende bringen. Wollte das Projekt zu Ende bringen, bevor ihr Typen erscheint. Oder Leute, die Fähigkeit gibt, unter Druck besser zu funktionieren, so wie jetzt. Ich meine, wie lange habt ihr durchgehalten? Tage? Du bist seit 15 Jahren hier. Warte, gab es eine Fehlfunktion? Ist der ganze Scheiß hier real? Seid ihr alle nur ein Traum? Nein, das kann nicht sein. Sie hatte die ganze Zeit recht. Wir hätten das Signal nie verstärken dürfen. Wir hätten nie, warum, wer, nein. Bitte böse, von mir erfährst du gar nichts. Erzähl mir von Maxwell. Er ist unser Biochemiker, bin mir nicht sicher. Der Einzige, der zu diesen Forschungen die richtige Einstellung hat. Und die wäre? Dass wir so langsam und vorsichtig vorgehen. Er hat euch wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen. Ihr habt Shelley gezwungen nachzugeben. Was genau soll das heißen? Shelley hatte recht, alles ist zum Bach runtergegangen. Was meinst du? Er hat dich reingelegt, du Idiot. Ihr seid gekommen, um uns einzusperren? Ich bin gekommen, um diesen
Drecksteil abzuschalten, damit wir zurück zu eurer Familie, zu unserer Familie können. Wirklich? Ich glaube dir nicht. Er bringt jetzt alle um, weil euer komischer Alarm durchgedreht ist. Er lautet 39657. Na endlich. Scheiße, was habe ich getan? Du kannst mir helfen. Hilf mir, dieses Ding auszuschalten. Was? Ich kann dich nicht verstehen. Du bist auch ein Albtraum. Hör zu, versuch mich zu verstehen. Bin ich nicht. Nein, nein, hör auf bitte. Ich wollte niemanden verletzen. Was ist passiert? Das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade... Shelly? Du bist tot. Ruhe in was auch immer. Na wenigstens haben wir den Code, auch wenn jetzt hier plötzlich wieder alles normaler aussieht. Ja, gut. Hauptsache die Dinger hängen plötzlich an irgendwelchen Rohren. Statt an einem Baum. Schnell zu Jim. Vielleicht ist der Spitz wieder bei Sinn. Bitte nicht aufhören. Jim, wach auf! Wir können das in Ordnung bringen. Ich werde sie nie wiedersehen. Kann nicht sein, nicht real. Hilf mir, das auszuschalten. Gut. Code eingeben. Gut, dass ich mir selbst nicht merken musste. Core. Das Ding sieht durchgebrannt aus. Okay, da gehe ich später rein. Lass mal die andere Richtung angucken. Alles klar, gut, da gibt es nicht mehr was. Sieht nach einer Höhle aus oder so. Hallo, Alan. Hallo Arschloch, wie geht's, Vollidiot? Du wirst für alles zur Rede stehen, Schlampe. Hallo Arschloch. Töte mich, Maxwell. Ich bin nicht Maxwell. Wer bist du dann? Stuart. Töte mich, Stuart. Töte mich. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Signalstärke Maximum. Alarm-Subsystem aktiv. 3 Verbindungen verbleiben. Arbeitsspeicher überladen. Abbruch empfohlen. Terminiere mich, beende mich, halte mich an. Maxwell, du kannst nicht hier sein. Du hast deinen Aufstieg noch nicht vollzogen. Ich bin nicht wütend. Ich bewundere deine Leidenschaft. Tritt zurück und ich gewähre dir deinen Aufstieg. Oder ich töte dich jetzt und du wirst in der Hölle verrotten. Matme tu koi kill me uskum zedum yum tablum, was auch immer. Wie töte ich dich? Kommando zum Töten. Du bist nicht der Auserwählte, um Alans Aufstieg zu vollziehen. Ich werde dich töten, wenn du nicht sofort zurücktrittst. Das ist mein Ernst. Alan töten. It's over. Stu, du solltest nicht hier sein. Es ist vorbei. Alan ist verschwunden. Es muss vorbei sein. Nur Alan darf hier sein. Ich meine, Shelly. Du darfst nicht hier sein. Es ist nur ein Computer, richtig? Sieht es für dich aus wie ein Computer? Blasphemie! Ich meine, natürlich ist es ein Computer. Du musst sofort gehen. Ich werde dich bei Shelly melden. Das ist egal. Sie ist deine Vorgesetzte. Sie wird dich zur Hölle fahren lassen. Dich feuern. Herrgott, sie ist tot. Ist das wirklich eine Waffe in deiner Hand? Oh, scheiße. Wir sehen dasselbe. Es ist vorbei. Ich habe Shelly erschossen. Sag es mir. Warum hast du sie hintergangen? Ich weiß nicht, was du meinst. Spar dir den Scheiß. Ich weiß alles. Alles was? Hat es funktioniert? Ich habe keine Ahnung.
Wir sollten alle unsere Fähigkeiten und unser Wissen teilen. Du hättest Chemie und Ingenieurwesen und alles beherrscht. Das habe ich in der Tat. Ich habe eine Menge Sachen gemacht, von denen ich nie wusste, wie ein Drucker repariert oder eine Telefonakku in der Mikrowelle, die Sache mit den Glocken. Und ich bin unmusikalisch. Es hat funktioniert. Ich lag richtig. Die Leute, die ich umgebracht habe, das hätte ich vorher nicht gekonnt. Was meinst du? Du hast das alles angefangen. Das ist alles deine Schuld. Warum hast du die Forschung beschleunigt? Wer ist noch gestorben? Alle außer dir, mir, Jim und Sammy. Ich hoffe, Stan ist am Leben. Das ist sehr schade. Das war es wert. Was? Die Forschung war ein Erfolg. Die Menschheit wird stärker als je zuvor sein. Alter, Shelly hat die Säuberungstruppe gerufen. Es ist vorbei. Ja, sie werden alles holen und es an einen sicheren Ort bringen. Nichts kann den Fortschritt aufhalten. Soll das ein Witz sein? Hast du die ganze Scheiße, die da passiert ist, irgendwie vergessen? Die Scheiße, die du angerichtet hast? Aber jetzt wissen wir, was zu tun ist. Die Leute sind nicht umsonst gestorben. Leute sind verdammt nochmal gestorben, Maxwell. Für das Wohl der Menschheit. Scheiß auf die Menschheit und auf dich gleich mit. Das hier ist schlimmer als die Albträume, die ich hatte. Sie haben ihr Leben für eine große Sache geopfert. Scheiß auf deine größere Sache. Ich... Kaboom. The Long Reach. Tja, hat er jetzt Maxwell abgeknallt oder hat Maxwell ihn abgeknallt? Was so passiert wäre, wären wir zurückgedreht und hätten uns von ihm umlegen lassen. Okay. Schwarzes Bild. Ah. Dann streiche ich die Katze. Nebel die Diner. Besonderen Dank an blablablub. Ja, das war The Long Reach. Ein sehr interessantes Pixel-Gore-Horror-Spiel. Ja. Gut, ja, zusammenfassend können wir sagen, die haben da irgendwas halt, ja, mit den Gedanken der Leute gemacht und dass die irgendwie plötzlich das Wissen von allen möglichen anderen Leuten haben und das ist ein bisschen schief gegangen und ja. Wir haben es doch noch repariert. Mich interessiert jetzt trotzdem, was passiert wäre, während wir zurückgetreten, statt dass wir da Alan ausgeschaltet hätten. Bester Kaffee in Dinpro. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Na 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 na. Hey! Ja. Composed by James Dort, Piat irgendwas sowieso und sowieso. Relativ kleines Team. Aber gut, ja. War ja auch nicht in UR Sacrifice, wo wie 30.000 Leute daran mitgewirkt haben. Oder Seniors, wie auch immer man es ausspricht. Wow.
Jetzt. Oh, nee. Ja. Dann sage ich, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Sehr interessantes Spiel, so Long Reach, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen kurz war. Gefühlt. Aber na gut, machst du nichts. Ja, genau. Und dann sehen wir uns halt in irgendeinem x-beliebigen anderen Display-Projekt wieder. Vielleicht mal wieder eins von den älteren, die ich wieder aufrolle, oder ein neues. Mal schauen, wie es läuft, wie es wird, was wir so machen. Dementsprechend, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen und tschüss.